Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das GoP-Studio präsentiert sich ab heute im neuen Dekor und mit mir als neuer Moderatorin. Fondue-Rezepte gibt es vermutlich so viel, wie es Fondue-Köchinnen und Köche gibt. Und alle schwören natürlich auf ihre ganz persönliche Mischung. Wir verraten Ihnen in dieser Sendung ein Rezept, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Und zur Seite steht uns bei dem Fondue-Exkurs natürlich wieder der Armin Amrain. Guten Abend miteinander. Und ebenfalls bei uns im Studio ist eine prominente Persönlichkeit, die uns mit seinem unvergleichlichen Talent immer wieder zum Lachen bringt. Der Walter Andreas Müller. Grüezi zusammen. Guten Abend. Fast eine Familie, da gibt es ja seit mehr als einem Jahr keine neuen Folgen mehr. Wo kann man sie jetzt am Bildschirm sehen? Also, die Wiederholungen von Fast eine Familie, die laufen. Und zwar für die, die es immer noch nicht wissen sollten, am Sonntagnachmittag, um 4 Uhr jeweils. Dann aber natürlich Radio, Kinderkassetten, Theaterproduktionen, also ganz ein Haufen. Also einiges, wo man sich bewundern. Jetzt sind Sie heute aber da zum Fondue kochen. Sie haben wahnsinnig gerne Fondue, haben wir herausgefunden. Und Sie haben sich vom Armin Amrain ein spezielles Rezept gewünscht. Bekanntlich gibt es ja bei Fondue die einen, die alles am liebsten selber machen und ihre persönliche Mischung kreieren. Die anderen schwören auf die Marke fix fertig und möchten schnell und problemlos zum Fondue kommen. Wie überall gibt es ja da einen Mittelweg. Zum Beispiel die beiden Frisch-Fondue-Mischungen, die in der Käseabteilung speziell für Sie zusammengestellt werden. Die GoP-Spezialmischung mit ausgerieftem Greyerzer und Schweizer Raclette-Käse und das besonders cremige Moitié-Moitié-Fondue mit halb Gruyère und halb Vacherin Fribourgeois. Beide Packungen enthalten 400 Gramm frisch geriebenen Käse. Also die ideale Portion für zwei Personen an einem gemütlichen Fondue-Abend. Wir kommen jetzt zu unserer Wettbewerbsfrage für die Zuschauer im Studio. Wie viele Superpunkte gibt es jetzt für die GoP-Fondue-Mischung? 50, 150 oder sogar 250 Superpunkte? Walter Andreas, Sie kennen die richtige Antwort, Sie dürfen aber nichts sagen, sondern Gewinner oder Gewinnerin am Ende der Sendung auslosen. Gut. Jetzt wollen wir aber wissen, was haben Sie sich für ein spezielles Rezept vom Armin gewünscht? Ja, also ich gehöre zu der ersten Gruppe von Fondue-Liebhaber und ich wünsche mir natürlich darum vom Armin ein Fondue mit selber geraffeltem Käse. Es ist ein Fondue mit Gorgonzola, Rucola und Pilz und das schauen wir uns zusammen an. Frische Pilze wie Champignon, Eierschwämmli, Pleurotus und so weiter wundgerecht schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Hötöpfeli im Salzwasser, schön kochen, nachher warm stellen und dann den Rucola waschen, gut abtropfen lassen und ganz fein hacken. Jetzt Gaglo mit einer halben Knoblauchzehe ausreiben, die andere Hälfte mit Greyerzer und Dillsiter oder Emmentaler gut mischen. Dann haben wir 3 Dezi Weisswein dazugegeben, haben das schön aufgekocht, bis es mit dem Käse bindet. Und jetzt kommt ein bisschen Maizena mit Kirsch angerührt dazu und schliesslich noch ein paar Tröpfe Zitronensaft. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wie man das Fondue macht oder wenn es beim letzten Mal nicht recht gelungen ist, wenn es nicht binden will, zu dick oder zu dünn geworden ist, finden Sie auf der GoP Fondue-Mischungen eine ausführliche Kochanleitung mit praktischen Tipps. In der Zwischenzeit sollte aber auch unser Fondue fertig sein. Es ist fast so weit, nur noch Gorgonzola-Würfel im Fondue schmelzen. Den Rucola dazugeben und mit Pfeffer und Muskatnuss würzen. Und das Fondue das kann man jetzt abwechslungsweise entweder mit einem Pilzli oder mit einem Stückchen Hötöpfel essen. Und das Rezept finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung von unserem Wettbewerb. Diese Woche gibt es auf Coop Fondue-Mischung 250 Superpunkte. Also eine grüne Karte hat gewonnen. Gut. Und zwar gewinnt der Gewinner, wenn man so sagen darf, ein Nachtessen auf dem Bürgerstock für 2 Personen. Gianluca Gizzi. Gianluca Gizzi. Herzliche Gratulation. Gratulieren. Danke Ihnen allen fürs Mitmachen. Natürlich ganz herzlich Ihnen, Walter Andreas Müller, mit einem herzlichen Dankeschön von unserer Coop-Blumenabteilung. Oh, yes. Gerade sind die Festtage vorbei und schon wieder gibt es etwas zum Feiern. Am nächsten Samstag ist die Epiphanie, das Fest der Heiligen Drei Könige. Auch in der Schweiz werden das Jahr wieder Königinnen und Könige gefunden, die für einen Tag regieren dürfen. In der Goop-Bäckerei werden die feinen drei Königskuchen für sie backen und wie jedes Jahr ist in einem Stückchen ein König versteckt. Ein guter. Das war es für heute im GoP-Studio. Ich hoffe, Sie haben einige Inspirationen bekommen. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.